Und als nächste Rednerin Angela Fichtinger von der ÖVP. Sehr geehrter Finanzminister, sehr geehrte Mitglieder der Volksanwaltschaft, Frau Präsidentin, Hohes Haus, das Budget der Jahre 2015 und 2019 liegt vor uns. Und wir haben diesbezüglich viele Diskussionen in der Vorwoche geführt und uns mit vielen auseinandergesetzt. Ich darf kurz zum Rechnungshof einen Kommentar geben. Den Rechnungshof gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Bereits 1761 wurde er als Kontrollorgan von der Kaiserin Maria Theresia gegründet. Arbeitet also schon sehr lange und kann 250 Jahre auf eine doch auch Erfolgsarbeit zurückblicken. Ja, der Rechnungshof ist in erster Linie ein unabhängiges Organ, prüft Bund, Länder, Gemeinden, gibt einen Überblick über die finanzielle Situation des öffentlichen Haushalts und in Folge auch Empfehlungen ab, das immer wieder notwendig ist, um das eine oder andere zu verbessern. Als Mitglied des Rechnungshofausschusses darf ich mich ganz, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei der Frau Präsidentin. Es ist wichtig, dass es eine gute Planung gibt, dass es eine gute Einteilung gibt und wie die Präsidentin schon gesagt hat, auch in der Zukunft es sehr, sehr wichtig ist, um die Aufgaben auch weiterhin bestens erfüllen zu können, ist es daher sehr, sehr wichtig, dass es auch in der Zukunft mit genügend Mitteln ausgestattet ist, um eine gute Arbeit auch in der nächsten Zeit gewährleisten zu können und auch in den nächsten Jahren. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Danke. So, Angela Fichtinger von der ÖVP zu den Aufgaben des Rechnungshofes.